So, liebe Fans, mit etwas Verspätung melden wir uns hier aus Dresden. Aus der Energieverbund Arena zum Müllers Fanshop Cup 2015. Erste Begegnung. Die Grizzlies aus Wolfsburg gegen den tschechischen Meister aus Litvinov. Da ist Litvinov im Finale an Gastgeber, die Dresdner Eislöwen, gescheitert. Und jetzt gehen die Gäste aus Litvinov hier mit 1:0 in Führung. Die Uhr steht bei 16:34. Brückmann im Tor ist ja zur Stelle. Und jetzt findet der Puck den Weg ins Tor. Etwas glücklich baut hier der HC Werder Litvinov seine Führung auf 3:1 aus. Boah, ja, schön durchgesetzt. Und das wird Penalty geben, vermutlich. Genau, ja, so ist es. Penalty für Litvinov. Schöne Einzelaktion. Ja, der Spieler liegt aber noch verletzt auf dem Eis. Deswegen mal schauen, was Brückmann macht. Ja, für Litvinov jetzt natürlich die Möglichkeit, hier für die Vorentscheidung zu sorgen. Ja, aber der Spieler scheint sich noch ein wenig schwerer verletzt zu haben. Läuft an, versucht es über die rechte Seite. Ah, und Brückmann bleibt der Sieger. Ja, so aus, wenn Brückmann den Puck mit dem Schläger noch weggestochert hat. Sehr wichtig für Wolfsburg auf jeden Fall. So bleiben wir im Spiel. Brückmann hält die Mannschaft im Spiel richtig. Ah, schöner Pass. Jetzt die Möglichkeit. Und Tor! Torschütze müsste die Nummer 9 Jeffrey Likens gewesen sein. Ein schöner Pass aus dem eigenen Drittel. Kein Icing. Seit letzter Saison gibt es ja die neue Regelung mit dem Hybrid-Icing. Ja. Ich finde eine sehr gute Regelung, macht das Spiel einfach schneller. Ja, jetzt laufen die letzten zwei Spielminuten im letzten Drittel. Ja, wir sind natürlich gespannt hier, wie Pavel Groß reagieren wird. Wann wird der Felix Brückmann zurückholen? Jetzt! Und das Ausgleich! Wahnsinn! Ja, nicht unverdient aufgrund der letzten Minuten hier. Absolut, Wolfsburg hat sehr gekämpft, hat sich den Ausgleich mehr als verdient.
Ja, und damit hat sich das Thema erledigt, dass Pavel Bosse den Torhüter vom Eis nimmt. 3:3 der Spielstand. Und Wolfsburg hat sich hier in die Partie zurückgekämpft und Wolfsburg verteidigt jetzt mit allen Mitteln. Und jetzt ist Schluss hier. Nach 60 Minuten steht es zwischen den Grizzlies Wolfsburg und dem HC Werder Litvinov 3:3. Und jetzt direkt hinein. Ja, Robin, du hast es ja gerade schon gesagt. Wir gehen hier beim Müllers Fanshop Cup 2015 direkt ins Penaltyschießen im ersten Halbfinale. Und Peter Jansky ist der erste Schütze für Litvinov. Im Duell mit Brückmann. Ja, er schießt rüber. Für Wolfsburg jetzt Wieding. Wieding ja der Torschütze des ersten Wolfsburger Tores am heutigen Abend. Er wartet lange, aber der tut das damit schon und unten. Hätte er die Scheibe etwas anheben müssen. Genau, dann hätte er über die Matte spielen können, dann wäre es zumindest möglich gewesen, dass ein Tor wird. Aber es ist immer einfacher gesagt als getan. Genau so ist das. Aber man hört, es scheinen deutlich mehr tschechische Fans in der Halle zu sein, also die Pfiffe waren zumindest jetzt hier deutlich lauter. Jetzt Franzisek Lukas gegen Brückmann. Lukas versucht es über links, täuscht an. Oh, ein Posten. Den Pfosten. Scheibe springt wieder raus. Und jetzt Marco Rosa für Wolfsburg. Bislang hier noch kein Treffer im Penalty schießen. Ja, Pfiffe dagegen Rosa. Aber ganz clever. Ja, damit gehen die Wolfsburg wieder in Führung. Und jetzt ist Litvinov hier unter Zugzwang. Robin Hanse tritt erneut an. Im Spieljahr ist er gescheitert an Brückmann. Vielleicht macht er es jetzt besser. Versucht es wieder über rechts. Ja, verlangsamt. Wartet lange. Und ja, aber was bitte ist das denn? Also, das war kein schöner Penalty. Ja, und damit ist hier vorbei. Also drei Schützen gab es. Die Wolfsburger Mob im Finale. Nach einem 3:1 Rückstand hier noch ins Spiel zurückgekämpft. Im Penalty schießen dann. Deswegen auch definitiv dieser Sieg. Richtig, also morgen dann ab 17:30 die Wolfsburger im Einsatz. Litvinov ab 14 Uhr im Spiel um Platz 3. Die Gegner werden am heutigen Abendspiel ermittelt. Im Spiel Dresdner Eislöwen gegen die Eisbären Berlin. Wir hoffen, ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass dann zum Abendspiel alle wieder einschalten. Wir sagen bis dahin tschüss. Genau, bis später. Und auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ciao.